warte mal. Hat das auf der Bank geklappt? Das ist er. Was ich noch fragen wollte, du kennst doch noch den Zettel, den du mir Mama geschrieben hast. Den du mir unterschrieben hast. Darf ich dir den Ärzten noch zeigen, wo du gesagt hast, dass der Terror hier nur wegen einem Eigenbedarf passiert ist? Wieso das denn? Ja, weil ich den Ärzten gegenüber gerne die Wahrheit sagen würde. Und die Wahrheit ist ja nun mal, dass unsere Eltern nur den Eigenbedarf durchsetzen wollten. Und ich würde das nur gerne den Ärzten halt zeigen, weil das ist sonst eine scheiß Situation für mich. Du weißt ja, wie Ärzte dieser Art drauf sind. Das geht nur die und mich was an und dann ist gut. Du hast mir das ja schließlich unterschrieben. Nur für die Ärzte und ich hatte auch nicht vor, irgendwas anderes damit anzustellen, falls du dich erinnerst. Aber bei dem, was darauf hingekommen ist, wo weder du noch ich was von wusste, das ist eine ziemlich scheiß Situation, wenn ich den nicht unterschreiben darf. Du erinnerst dich ja noch an den Zettel, oder? Ja. Und ich könnte den ja auch einfach so vorlegen. Ich frag dich ja fairer halber. Oder so, was sollen die Ärzte damit machen? Das interessiert die doch gar nicht. Naja, kannst du dir nicht vorstellen, wie die vor einem stehen? Naja, die legen mir das dann halt so aus. Die gehen halt so mit mir um, wie die Rechtsanwälte das geschrieben haben und dann bin ich der absolut Gearschte. Die Mami hat das hier unten auch nur vom Zaun gebrochen, um mich herauszuprügeln. Das war reine Dummheit, dass wir das gemacht haben. Ich hätte schon längst hier weg sein können, wenn man das ordentlich vernünftig in die Wege geleitet hätte. Guck mal, wann hast du die Wohnung gekündigt? Was macht man denn dann? Wenn du deine Wohnung kündigst und das abgesprochen war, hier einzusteigen in die Wohnung, dann geht man doch normalerweise hin und kündigt dem anderen die Wohnung und bespricht es, dass er ein Vierteljahr Zeit lang hat, das Ganze zu organisieren. Oder ist das nicht der Sinn des Ganzen? Über 2 Monate Kündigungsfrist, ne? Das macht man aber dann, wenn man die andere Wohnung kündigt. Wann ist denn das passiert? Solange ich noch keine Kündigung in der Hand hatte, dann heißt es, ohne dass ich eine Kündigung bekomme, auch auszuziehen. Das geht doch nicht. Verstehst du das Problem? Die durften ja rein geldtechnisch, rechtlich, das gar nicht machen. Die mussten mir ja offiziell kündigen. Die wollten das ja ohne Kündigungsschreiben machen, falls du dich nicht erinnerst. Ja, Kündigungsschreiben brauchst du schon. Und haben die mir eins gegeben? Nee, und was war die Antwort daraus? Hausfriedensbruch war die Antwort daraus, als ich ein Kündigungsschreiben haben wollte. Und ich gesagt habe, eure Wirtschaftung geht nicht anders. Erinnerst du dich dann? Nee, das muss schon eine Kündigung sein mit Eigenbedarf zu tun. Na gut. Warte mal, ich wollte mal noch einen Joghurt.